Herzlich willkommen zurück bei Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64. Wie im letzten Part schon erwähnt, werden wir in diesem Part einen weiteren geheimen Stern des Schlosses finden. Und zwar in diesem Kurs, wo wir den roten Schalterpalast aktiviert haben, kann man 8 rote Münzen sammeln und dafür gibt es einen geheimen Stern des Schlosses. Wie gesagt, wie schon im letzten Part erwähnt, wer den nicht geguckt hat, einschalten. So, man muss eigentlich gleich am Anfang alle roten Münzen mitnehmen, ansonsten wird es viel zu schwer, wieder ganz nach oben zu kommen. Und da haben wir den Stern doch schon. Wenn ich jetzt noch schnell genug bin, habe ich den ersten Stern in diesem Part unter einer Minute eingesammelt. Tatsächlich. Krass. So schnell kann man einen Stern in Super Mario 64 kriegen. Ein geheimer Stern des Schlosses. Weil ich Bock habe auf weitere geheime Sterne, gehen wir mal hier hin. Diese Tür verlangt auch mal einen einzigen Stern. Dahinter ist keine Welt, sondern ein Bonusraum. Ein ziemlich kleiner Raum. Wer auch immer diesen Raum, wer auch immer der Ingenieur in diesem Raum war. Boah, weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Hilfe, Mario! Mein Schloss befindet sich in großer Gefahr. Ich weiß, dass der widerliche Bowser seine Hände im Spiel hat. Er hat alle Türen des Schlosses versiegelt. Nur die magische Kraft der Powersterne kann diese Siegel brechen. Aber es gibt einige Geheimwege im Innern, die Bowser nicht entdeckt hat. Einer davon befindet sich in diesem Raum. Suche den Eingang und finde den Powerstern, der sich darin verbirgt. Hilf uns, du bist unsere einzige Hoffnung. Fast alle Powersterne kannst du in den Wandgemälden finden, manche jedoch an geheimen Orten. Sammle so viele Sterne wie möglich, um Bowsers Plan zu vereiteln. Wir zählen auf dich. Viel Glück. Jo, das war Peach. Ich glaube, im rechten Fenster war es. Das ist das linke Fenster. Also hier ist es nicht. Nein. Hier auch nicht. Nope. Aber hier drin ist etwas. Oder bin ich jetzt komplett behindert? Nee. Wollte gerade sagen. Und da sind wir wieder. Da läuft wieder die Slide-Musik. Da ist ein Bowser-Schalter-Dings da, wenn man den betätigen will. Das steht hier. Willkommen auf der Rutschbahn der Prinzessin. Hier befindet sich ein Stern, den Bowser nicht entdeckt hat. Bewege den Stick nach vorne, um zu beschleunigen. Wenn du sehr schnell bist, erhältst du den Stern. Das ist wieder eigentlich falsch gesagt. Wenn du schnell genug bist, erhältst du den Stern. Aber ich glaube, das ist eher so eine Anspielung auf den zweiten Stern. Denn, wie es glaube ich jetzt mittlerweile jeder auf diesem Planeten weiß, in dem dieses Spiel gespielt hat, was die meisten Menschen sein werden. Wenn ihr schnell genug seid, gibt es einen Stern. Also, ach, lasst es mich gleich so sagen. Wartet mal kurz. So, wir rutschen hier die Rutsche runter. So, dieser Stern hier ist gemeint dem von, wie heißt der? Das ist der Stern, der gemeint wurde, was auf dem Schild stand. Und das ist der eigentliche Stern hier. Diese zwei Sterne sind total unterschiedlich. Wie gesagt, der auf dem Schild stand, ist der hier. Und den Peach meinte, das ist der hier. Das ist der Stern, den du erhältst, wenn du einfach ganz normal runterrutschst. Die Rutsche ganz normal runterrutschen. Und eigentlich wollte ich jetzt den anderen Stern einsammeln. Aber egal. Das war jetzt der Stern, den Peach gemeint hat. Einfach nur die Rutsche ganz normal runterrutschen. Ihr könnt so langsam sein, wie ihr wollt. Das spielt nicht die Rolle. Einfach nur die Rutsche runterrutschen und dann habt ihr den Stern. So, der zweite Stern, der da gerade eben gespawnt ist, das ist der, was auf dem Schild stand. Da stand ja, wenn du schnell genug bist, kriegst du den Stern. Ja. Was heißt schnell genug? Das heißt, unter 21 Sekunden, dann habt ihr den zweiten Stern. Zack. Seid ihr langsamer als 21 Sekunden, dann kriegt ihr den Stern nicht. Und bevor ich jetzt weggehe, passt mal auf. Ich werde jetzt hier lang gehen und dann wird ein One-Up spawnen, wahrscheinlich. Ja. Wissen viele nicht, aber ich habe es einfach mal genannt. Weil der One-Up, der spawnt auch nicht immer. Der spawnt eigentlich nur, wenn du was ganz Besonderes machst, aber das ist auch scheißegal. Das würde jetzt zu deep in so ein Fachgespräch gehen. Keine Ahnung. Warum ich jetzt Fachgespräch gesagt habe, fragt mich nicht. Die Schneewelt war hier. Ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt in Worten beschreiben kann. Also einfach drauf geschissen. Es gibt bestimmte Punkte, die du bei der Rutsche treffen musst, damit der One-Up spawnt. So.
So kann man es kurz sagen. Finde das Pinguinbaby. Wir waren ja schon mal in der Welt hier. So, wir sollen jetzt das Pinguinbaby finden von der Pinguinmutter, die wir in dem ersten Stern getroffen haben. Und das scheint dieses Pinguinbaby hier zu sein. Kannst du bitte da hochgehen? Dankeschön. Wir graben es einfach mal. Kindesentführung! Das erinnert mich an meine Kindheit. Also nicht die Kindesentführung, ne? Sorry. Ich bin als Kind tatsächlich auch mal abgehauen von zu Hause. Und dann haben mich irgendwie mein Onkel und meine Oma und alle haben mich anscheinend gesucht auf den Straßen. Hier sieht man nochmal ganz gut die Kantigkeit von Mario. Habt ihr gerade gesehen? Mario war wieder richtig kantig. Ich finde das so widerlich. Das ist so schlecht eigentlich von Nintendo. Viele Leute bedanken sich ja hier bei Nintendo, dass sie diese Spiele auf die Switch gebracht haben. Ich natürlich auch. Ich finde es cool, das auf der Switch zu spielen mit dieser HD-Grafik. Aber man muss halt echt sagen, also... Oh. Man muss aber echt sagen, was jetzt Mario 64 betrifft, das ist eigentlich nur ein schlechter Port. Weil, wie ich schon einmal erwähnt habe, die Musik ist für mich anders. Und diese kantige Aussehen von Mario, das gab es halt damals auch nicht. Also ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie ein schlechter Port. Keine Ahnung. So, das ist ihr Pinguinbaby. Aber wir geben ihr das noch nicht ab. War hier nicht... Ah, wir müssen das aber hier abgeben. Oder was passiert, wenn ich... Was passiert, wenn ich das Baby hier... Nein! Du musst schon mit hoch. Du musst mit hoch. Was passiert, wenn ich das Baby mal hier ablege? Konnte man da nicht hoch? Weil ich möchte was ausprobieren. Oh mein Gott. Weil es gibt zwei Pinguin-Babys auf dieser Welt. Oh, das Baby ist weg. Man halt dein Maul. Ich hab schon mit dir geredet. Toll, jetzt ist das Baby weg. Man lässt es einmal aus den Augen, ne? Und schon ist das Baby weg. Jetzt können wir die Rutsche gleich nochmal runterrutschen. Und das nur, weil ich euch was zeigen wollte, ey. Meine Güte. Nein, oh Mann. Renn da einfach hoch. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Du warst nur ein paar Millimeter entfernt. Mario, du ultimativer Faggot, Alter. So. Hier, dieses Baby hier. Jeder würde jetzt sagen, oh, dann nehme ich einfach das Baby, das liegt in der Nähe, ist näher dran. Aber... Was soll ich denn mit diesem Früchtchen? Das ist nicht mein Baby. Mein Baby hat eine weiche, zarte Stimme. Und es sieht mir natürlich ähnlich. Schmeiß dieses Kind weg. Oha, was stimmt mit dir nicht, Alter? Was bist du denn für eine Mutter? Ja, halt dein Maul. Das arme Baby. Ich will das Baby bitte greifen, aber... Mann, Mario... Drauf geschissen, was diese Mutter da sagt. Guck mal, selbst das Baby fühlt sich bei ihr wohl. Aber das ist ja wieder so eine gestörte Mutter, die einfach drauf scheißt, was alle anderen Leute sagen. Alter, jetzt... Gut, dann nicht. Ihr wisst, glaube ich, wahrscheinlich alle, was ich machen wollte, aber... Diese Rabenmutter lässt mich nicht. Ist wahrscheinlich auch besser so, weil sonst werde ich noch angezeigt. Ne? Von der Peter. Ich hatte ja schon im FF7 Remake Momente, wo mich die Peter hätte anzeigen können. Natürlich nur aus Spaß, ne? Ich sag das einfach nur aus Joke. Warte mal, ich muss doch jetzt nach oben, ne? Dann kann ich euch gleich mal das hier zeigen, verpiss dich. Hier ist eine kaputte Brücke, wo man jetzt denken könnte, was ist jetzt der Sinn? Das ist der Sinn, wenn man hier stehen bleibt. Dann ist man wieder ganz oben. Was jetzt natürlich uns zugute kommt, weil dieses Baby ist jetzt wieder hier oben gespawnt. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Och, warum? Also ich würde jetzt sagen, warum rutschst du? Jetzt weiß ich, wie das Baby hier hochgekommen ist. Wenn es einfach so die Wand hochgehen kann, dann ist klar, wie das Baby hier hochgekommen ist. Ja... Kommst du auch bitte wieder runter? Willst du mich jetzt komplett trollen oder was? Du Dreckskind, was stimmt mit dir nicht? Alter, seriously, jetzt komm mal bitte runter. Es will mich doch verarschen, oder? Mann, du dummes Drecksvieh, Mann! Kein Wunder, dass du die Mutter, dass das
Dass du die Mutter bist, genau. Kein Wunder, dass du das Kind dieser schrecklichen Rabenmutter bist. Du bist genauso behindert wie sie. Ja, seht ihr, wie kantig gerade Mario war? Achtet mal drauf. Jetzt wird man es nochmal perfekt sehen. Hier, guckt euch sein Gesicht an, wie kantig er ist. Hier. Da hat man es perfekt nochmal gesehen, wie kantig Mario da aussieht. Das ist so widerlich. Rutsch weiter, Mario. Aua. Jetzt nicht verrecken, bitte. Darauf hätte ich überhaupt keinen Bock. Das müssen wir jetzt timen, sonst bin ich tot. Okay. Puh. That was close. Wer rennt? Watschel war. Er watschelt selber wie so ein Pinguin. Hat das gesehen? Jetzt. Da watschelt er selber wie ein Pinguin. So. Jetzt halt deine Fresse, du dummes Tricksgirl. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast doch endlich mein Baby gefunden. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Aber eigentlich will ich dir gar nicht danken, aber irgendwie muss ich das, ja, ne? Sonst werde ich auch noch angezeigt. Ja, ich weiß, ich habe diesen komischen Stern hier gefunden. Ich weiß keine Ahnung, woher und so und warum der da rumlag, aber hier, nimm einfach. Ja, was ist jetzt mit dem anderen Baby? Kümmerst du dich nicht um das Baby? Das Baby fühlt sich halt echt trotzdem wohl bei der Mutter, ne? Obwohl die Mutter so eine Rabenmutter ist. Das arme Kind. Das arme, arme Kind. So, finde das Pinguin-Baby. Haben wir ja irgendwie noch hingekriegt. Mal sehen, ob wir die Welt in diesem Part beenden können. Wir haben noch 10 Minuten ungefähr. Besiege den schnellen Pinguin. Diesmal kein schneller Koopa, sondern ein schnelles Pinguin. Der ist hier drin. Bist du der Vater von dem... So, Leute, ich musste ganz kurz cutten. Gab technische Schwierigkeiten, aber wir machen mal weiter, ne? Und du bist der Vater dieser komischen Pinguinfamilie? Ja, hallo Mario. Ja, ich bin der Vater, kein Wunder, oder? Du siehst so aus, als hättest du mich gerade fragen wollen, ob wir ein Wettrennen machen sollen. Ich weiß nicht, aber du guckst so komisch. Und ich sage... Auf geht's, Bruder. Es geht. Wir können auch immer, wenn du was wetten willst, können wir auch immer um was wetten. Das ist mir eigentlich egal. Weil bisher hat mich noch niemand besiegt und ich rutsche eigentlich nur, wenn man gegen mich irgendwas wettet, damit ich das kriege, weil mich hat halt keiner besiegt, weißt du? Wir können ja gerne, du kriegst mal ein Baby, wenn du gewinnst. Wie wär's damit? Okay. Was für ein gestörter Freak. Ich will ein Baby eigentlich nicht, weil ich habe gesehen, was es kann. Es kann einfach so Wände hochgehen und, ja. What the hell? Hab ich jetzt abgekürzt? Nein, hab ich nicht. Doch! What the fuck? Bauchrutschen! Bauchwettrennen! Bitte. Ja, was zum Henker? Nein! Er gewinnt! Ist besser so, weil dann muss ich... Oh! Oh. Warte, hat das jetzt als Death gezählt? Oh, das ist jetzt echt als Death gezählt. Oh Mann. Jetzt nicht for real. Ich glaube, das war echt mein erster Tod jetzt. Dabei war es voll das epische Wettrennen. Und irgendwie erinnert mich dieses Rennen auch an das Rennen aus Donkey Kong 64, wo man mit Lanky Kong in der Schneelandschaft auch so Wettrennen machen musste. Da rechts ist die Abkürzung, by the way, aber wenn ihr die Abkürzung nehmt, dann wird er wie Koopa und sagt, ey, du Drecksack, du hast gecheatet. So, wisst ihr, was ich meine? Kannst du mal... Jetzt ist es ja eh egal. Jetzt bin ich auf jeden Fall verreckt. Ob das jetzt an dem Cut liegt, den ich gemacht habe? Guck, sowas kotzt mich an. Ich muss jetzt aus technischen Gründen cutten und nach dem Cut kann ich aber gar nichts mehr. Deswegen darf man einen Gamer niemals stören, wenn er zockt. Niemals. Dann passiert sowas. Das ist genauso dumm, als wenn du nicht wüsstest, warum du online nicht Pause drücken darfst. Das ist genauso behindert. Komm, jetzt bitte rutsch hier einfach und dann ist gut. Aber ich muss sagen, das Rennen ist schwieriger als früher. Auf jeden Fall, früher war das Rennen richtig easy, aber hier ist es irgendwie voll schwer geworden. Egal,
Komm, gib mir den scheiß Stern und dann geht's weiter. Komm! Kümmere dich lieber um dein Kind, als dass du hier Wettrennen machst. Alter, du hast mich ja geschlagen. Wie soll ich denn das jetzt meiner Frau erzählen? Jetzt muss ich dir ja jetzt auf mein Kind geben, das kann doch gar nicht sein. Oh Mann. Naja, du bist ja der größte Schlittermeister, den ich kenne jetzt auf jeden Fall, ne? Also eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber du weißt ja, jetzt musst du dich um mein Kind kümmern. Also irgendwie ist das geil, jetzt wieder kein Kind mehr zu haben. So, jetzt habe ich mehr Zeit für mich so und meine Wettrennen. Was für eine Drecksfamilie. Holy shit. Die Mutter genauso behindert wie der Vater. Das arme, arme Kind, was soll ich da noch sagen? Naja, es gibt solche und solche Familien, ne? Kann man nichts verändern. So, finde 8 Red Coins. Ihr wisst, darunter zählen noch die gelben Münzen, deswegen gehen wir gleich mal in die Rutsche und sammeln hier in der Rutsche einige Münzen ein. Man kann die Rutsche... Nein, ich will kein Wettrennen gegen dich machen. Kümmer dich um dein Kind, du Drecksack. Meine Güte, ey. Stimmt mit diesen Leuten nicht. Heutzutage ist es ja absolut eklig. So, wir sollten hier die meisten Coins auf jeden Fall mitnehmen. Ah, jetzt bin ich die Abkürzung gegangen. Aber dann habt ihr die Abkürzung auch mal gesehen. Ich wollte hier nämlich eigentlich gar nicht gehen. Hier gibt es sehr viele One-Ups, die ich nicht mehr bekomme. Rutschen! Oh, uff, genau. Dann ist hier halt diese Kiste, die wir schon mal gesehen haben. Und da ist auch noch so ein billiges One-Up drin. So, die Rutsche sollten wir jetzt eigentlich nochmal rutschen. Mache ich jetzt auch gleich wieder. Aber jetzt, da wir unten sind, können wir hier unten ein paar rote Coins abgrasen. Und wir müssten echt mal Buddy finden. Weil, wie gesagt, das zählt in meinen Augen auch zu den 100% in jeder Welt Buddy zu finden. Hier ist auch noch eine rote Münze. Nicht so rutschen, Mario, bitte. Holy crap, du bist nicht Luigi. So. Dann haben wir hier noch eine Red Coin. Also das sind echt die ersten Fails jetzt in diesem Game, ne? Bin jetzt dreimal gestorben oder so. Läuft auf jeden Fall, Leute, gar nicht. Oh Mann, ey. Irgendwie demotiviert das einen auch, ne? Aber klar, irgendwann stirbt jeder. Irgendwann stirbt man halt. Halt bitte dein Maul. Ohne Witz. Nein. Gib mir die blaue Mütze. Oh Mann. What the fuck? Ja, wenigstens bin ich nicht verreckt. Trotzdem müsste ich die Rutsche eigentlich nochmal rutschen, weil ich jetzt auch wieder sehr viele Münzen verpasst habe. Obwohl die meisten Münzen ja hier sind. Okay, heute läuft nicht. Heute läuft absolut nicht. Aber es kann halt nicht immer laufen, ne? Wir schnappen uns einfach noch hier schnell die Red Coins. Und dann rutsche ich die Rutsche für die paar Münzen nochmal runter. So, also... Ich meine, ich kann es ja verstehen. Es ist eine Eislandschaft und man rutscht hier, ne? Aber Mario rutscht auch in den anderen Welten, wo es kein Eis gibt. Da rutscht er auch so komisch. Ich weiß nicht, was es ist. So, wir bleiben hier stehen. Lassen uns erstmal wieder nach oben warpen und dann rutschen wir die Rutsche nochmal. Sind jetzt die 5 blauen Münzen am Anfang der Rutsche wieder da, weil ich sie nicht eingesammelt habe? Oder sind die jetzt wirklich komplett weg? Nein, ich will keine Zeitung kaufen. Oh, die Münzen sind weg. Also die blaue Münze ist weg. Mies. Aber das scheint so ein Level zu sein, wo es wirklich verdammt viele Münzen zu collecten gibt. Also vielleicht haben wir Glück und kriegen die 100 gelben Münzen trotzdem noch gut hin. Weil es sind ja nur 5 Münzen. Ich meine, ich weiß, manchmal sind 5 Münzen viel. Aber wir sehen jetzt einfach mal das Gute in den Entwicklern und vielleicht gibt es hier ein paar Münzen noch zu finden. Wir müssen sowieso noch Red Coins sammeln, also das sollte eigentlich noch machbar sein. Ja, warum der Stern jetzt hier wieder spawnt, das kann ich euch nicht sagen. Naja, wir gehen mal hier lang. Hier müsst ihr stehen bleiben. Dann geht das hier hoch. Und ich glaube, Buddy ist auf dieser kleinen Insel da oben.
Das heißt, wir machen so und machen einen Backwards Jump. Hello, Buddy. Hi. Du hast mich ja gefunden. Das finde ich aber schön von dir. Jetzt bereite ich die Kanone für dich vor, weil du hier bist. Weil du hier bist, geht's mir auf einmal besser. Jetzt fühle ich mich wieder warm. Oh, das ist aber nett, Buddy. Das ist ja echt süß. Buddy, aber wie komme ich hier wieder weg? Heil und ohne zu sterben. Ah, das Ding kommt zurück. Buddy musste live mit ansehen, wie ich Suizid begehe, Alter. Oh Mann, was ist denn heute los? Es läuft ja überhaupt nichts. Holy shit. Alter Schwede. Dieser Pinguin, der kriegt gleich richtig aufs Maul von mir. Ja, was soll ich sagen, der schlimmste Tod in Mario 64 und generell in Marios, wo man für 100 gelbe Münzen einen Stern kriegt, der schlimmste Tod ist, wenn du kurz vor den 100 gelben Münzen stehst und dann verreckst. Das ist wirklich der schlimmste Moment in einem Mario-Game, den du haben kannst. Weil du einfach diese gesamten gesammelten Coins einfach nochmal einsammeln musst und das ist halt so richtig Genickbruch, ne? Gut, aber jetzt habe ich in einer Rutsche alle gelben Münzen mitgenommen, die es da gab. Ich glaube, ich habe keine einzige ausgelassen. Das macht 82, das ist schon mal viel. Also zum Glück ist es eine Welt, wo man schnell wieder 100 gelbe Münzen kriegt. Also kann man das dann doch irgendwie noch verkraften, dass man gerade gestorben ist. Da ich sowieso jetzt 4 oder 5 Mal in diesem Part gestorben bin, ist mir das auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ist die Kanone jetzt immer noch freigeschaltet oder ist sie wieder zugegangen? Nein, die ist freigeschaltet. Sehr gut. Dann kann ich hier gleich an Buddy wieder vorbeigehen. Keine Sorge, Buddy. Siehst du, ich lebe noch. Alles gut. Mir geht's gut. Ich wollte nur ein bisschen Frischluft tanken. So, dann ist hier noch eine Red Coin. Dann haben wir 6 jetzt, ne? Ne, 5. 5 Red Coins. Da sind noch Gegner, die wir töten können, um Geld zu kriegen. Genau, Gegner töten, um Geld zu kriegen, ne? Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen gestorben sind, nur weil andere Menschen dann Geld bekommen, ist wahrscheinlich sehr hoch auf dieser Welt. Aber was rede ich hier eigentlich für einen Schwachsinn? Ja. Sowas sollte man nicht in einem Kindergame erwähnen. Ich weiß, ich bin ein schlechter YouTuber. Ja, Leute, heute geht's mir halt echt nicht gut, ne? So. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ne? Ich glaube, ich wäre komplett am Rad. Hätte komplett am Rad abgedreht. Das ist die letzte Münze, die ich noch brauche. Nein! Oh. Thank you. Her damit. Wie viele Red Coins haben wir? 7. Wo ist denn die letzte? Ich glaube beim Pinguin oben, ne? Da habe ich noch nicht ganz wirklich geguckt. Da könnte sie sein. Ich springe mal hier hoch. Sieht nicht so... Nein, bitte nicht. Oh, ich habe immer Angst, wenn da was passiert. Wir rutschen mal die normale Rutsche. Ich habe gesagt, die normale Rutsche. Oh Mann. Halt bitte dein Maul. Nein, jetzt habe ich auch noch ein Wettrennen mit ihm gemacht. Wenn er mich jetzt hier runterschubst. Leute, wirklich, dann beende ich diesen Part. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ich cheate jetzt, mir scheißegal. Oh boy. Ja, genau. Ja, genau. Was denn noch? Genau, rutsch 5-mal in die Wand. Nein, geht er nicht lang. Boah, mach mir keine Angst. Alter, ich hab gewonnen, Mann. Du sollst morphen, so hier die Abkürzung zu nehmen, jo. Ich wollte nicht mal mit dir ein Rennen machen, Alter. Ey, mein Kopf ist so durch für heute, ne? Das gibt's gar nicht.
Das könnt ihr mir gar nicht glauben. So, wo ist jetzt die allerletzte rote Münze, die diese Scheiße hier noch in die Länge zieht? Hä? Wo ist sie? Ich kann mir gerade echt nicht vorstellen, wo sie ist. Ah, warte, ich weiß wo. Nein, nein. Warum fährst du runter? Ich habe es gerade gesehen, wo. Da. Da ist sie. Da müsste sie sein, soweit ich weiß. Da kommt man aber nur sehr scheiße hin. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt anstellen. Ich würde trotzdem hier gerne mal rüberkommen. Mario! Wie man hier manchmal durchgereicht wird, ne? Ist unfassbar. Oh, Leute, ich hab keine Nerven mehr, ne? Absolut keine Nerven mehr. Ich möchte innerlich, dass der Part endet. Innerlich möchte ich sogar, dass ich diesen Part einfach komplett resette, weil ich finde diesen Part gerade absolut scheiße. Vor allem, weil ich auch 15 Mal gestorben bin. So. Egal, was ich denke, ist ja eh, interessiert ja eh niemanden. Wir versuchen jetzt einfach hier runterzukommen. Nein! Da ist die letzte rote Münze. Oh my god. Gib mir den... Ich habe nicht aufgepasst. Wo ist der Stern jetzt gespawnt? Warum sagt mein Inneres... Ach, da ist ja sogar ein blauer Schalter. Warum will mein Inneres jetzt, dass ich diesen ekligen Sprung darüber mache? Ich habe es fast bereut. Holy shit. Wie viele blaue Münzen spawnen hier jetzt? Oh, nur die zwei. Ach, das ist hier der Sideweg von der Rutsche. Hier bin ich sehr, sehr selten. Wo ist jetzt der Stern? Da. Oh boy, dann beenden wir in diesem Part wohl doch nicht die Welt. Bedankt euch bei meinen 15 Millionen Fails. Hier endet der Part auf jeden Fall. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Super Mario 64, Super Mario 3D All-Stars. Und dann machen wir in dieser Welt weiter. Also, das Spiel ist echt ein schlechter Port, ne? Ich wollte es nie erwähnen, aber ich merke es gerade und es ist leider blöd zu hören. Aber es ist halt meine Meinung. Gut, ich sollte den Part beenden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Und bleibt clean, nicht vergessen.